Hallo liebe Freunde des Schwarzmagiers Sarazar und willkommen zurück in der Welt von Dragon Age 2. Ja, wir haben ja allerhand Quests bekommen. Ich kann mal kurz in mein Quest-Journal gucken. Da wäre die Haupthandlung der letzte Strohhalm. Der erste Verzauberer Orsino stellt öffentlich Kommandantin Merediths Herrschaft in Frage. Es kommt zu immer mehr Gewaltanwendung. Ein Brief der Kommandantin wartet, der vielleicht weiterhilft. Wollen wir uns den nachher mal durchlesen? Auch bei den Gefährten haben wir wieder jede Menge Quests und auch Sekundärquests und sowas haben wir auch alles parat. Zum Beispiel, wer braucht Rettung? Champion, ihr müsst mir einfach helfen. Meine Tochter Orlana wurde von abscheulichen Räubern entführt. Einer meiner Diener hat gehört, dass sie irgendwo zur verwundeten Küste verschleppt werden sollte. Ich flehe euch an, beeilt euch, denn ich fürchte, dieser Abschaum unterster Herkunft wird ihr die Jungfräulichkeit nehmen. Und das würde das Ausrichten einer standesgemäßen Heirat für sie deutlich erschweren. Bitte, bringt Orlana unversehrt zu mir zurück. Reginald Thaddeus Spinster. Ja, es scheint ihm also nur um die Heirat zu gehen, dass seine Tochter zurückkommen soll, also nicht um Vergewaltigung oder so. Eine schreckliche Tat, aber danach kann ich sie auf keinen Fall mehr verheiraten, das ist ja das Hauptproblem. Naja, Quest aktivieren wir auf jeden Fall, das nehmen wir auch mit. Besuch bei Gemlin. Gemlin ist seit Mutters Tod allein. Du solltest bei ihm zu Hause in der Unterstadt mal nach ihm sehen. Warum? Der gammelige Gemlin interessiert uns nicht, aber wir machen es trotzdem. Isabellas Reue. Isabella ist nach Jahren wieder aufgetaucht. Sprich im gehängten Mann in der Unterstadt mit ihr, wo sie beim Trinken gesehen wurde. Sprich in seinem Anwesen in der Oberstadt mit Fenris, Champions und Hauptmänner. Informiere dich bei Evelyn der Kaserne in der Feste, was es Neues gibt. Sieh nach Anders, besuche Anders in seiner Krankenstation in der Dunkelstadt. Der Sturm und was davor war. Sprich im gehängten Mann der Unterstadt mit Varric. Eine Standpauke. Besuche Meryl in ihrem Zuhause im Gesindeviertel. Und der letzte Strohhalm habe ich euch schon vorgelesen. Aber, liebe Freunde, ich habe da vorne schon gesehen, es gibt noch haufenweise weitere Quests. Also, hier wird nochmal richtig aufgetrumpft. Und hier, Tarbas. Was hat dieser Kunari uns wohl zu erzählen? Dass sich überhaupt noch ein Kunari in die Stadt traut. Bei unserem Abzug aus Kirkwall haben zahlreiche Kunari ihr Leben verloren. Ich wurde gesandt, um ihre Schwerter einzusammeln. Solltet ihr also ein Kunari-Schwert finden, dann bringt es bitte zu mir. Stimme passt überhaupt nicht zu dem Kunari, der hat ja eine viel zu helle Stimme. Müsst ihr, ihr bringt die Schwerter zu mir. Naja, gibt es eine Belohnung? Was bekomme ich, wenn ich euch eines bringe? Eine ehrwürdige Aufgabe zu erfüllen ist Belohnung genug. Wenn es euch allerdings nach Gold verlangt, lässt sich auch das bewerkstelligen. Ja, darauf bin ich aus, mein Freund. Nur ihre Waffen? Wollt ihr nicht auch ihre Leichen? Ihre Höhlen dienen keinem Zweck mehr. Die Waffen sind nötig, um eine Forderung des Kuhn zu erfüllen. Ich halte nach ihnen Ausschau. Ich werde die Augen offen halten. Ihr findet mich hier. Alles klar, dann finden wir ihn wohl dort. So, dann gucken wir jetzt aber mal da hinten. Da ist nämlich noch so ein schönes, großes Ausrufezeichen. Ihr seid sicher völlig begeistert davon, wie die Kommandantin förmlich in den Stuhl des Vicomte hineingehüpft ist. Sie kann das Verfahren nicht endlos hinauszögern. Das Amt steht ihr nicht zu. Aber wenn der Sitz des Vicomte leer bleibt, spornt das Leute an, darum zu kämpfen. Es verursacht mehr Ärger, als es verhindert. Dann habt ihr also doch Verwendung für euer Gehirn. Ich hätte geschworen, das Stirnband diene nur dazu, es am Herausfallen zu hindern. Ja, wer die letzte Folge nämlich noch nicht gesehen hat, der erste Verzauberer und Meredith, die sind ein bisschen im Zwist und es geht darum, wer Kirkwall wohl anführen kann, darf, will. Und wir haben uns natürlich bereit erklärt in der letzten Folge, aber davon scheinen sie noch nicht überzeugt. So, jetzt reden wir mal mit Nunzio. Ah, der Champion von Kirkwall. Euer Ruf eilt euch voraus. Verzeiht, ich sollte mich ordentlich vorstellen. Mein Name ist Nunzio Caldera Lanos und ich bin ein Adeliger aus dem pittoresken Land Antiva. Aus Antiva? Das erkenne ich doch direkt an einem spanischen Akzent. Habt ihr ein Anliegen? Stattlicher Name, Nunzio Caldera Lanos. Weiter. Was wollt ihr? Ich komme zu euch, weil ich Unterstützung brauche. Ein elfischer Meuchelmörder, den ich verfolge, hält sich in dieser Gegend auf. Unglücklicherweise hat er Unterschlupf bei den hiesigen Dälisch gefunden. Sicherlich mit Verweis auf die gemeinsame Abstammung.
Er ist ein meisterlicher Intrigant, der sogar die Seinen gefährden würde, um sein Überleben zu sichern. Interessant. Netter Kerl muss das sein. Könnten wir gut in unserem Team gebrauchen. Warum jagt ihn ein Adeliger? Ihr seht gar nicht wie ein Jäger von Meuchelmördern aus. Weshalb seid ihr hinter ihm her? Anfangs war es nur eine Pflicht gegenüber Antiva. Aber ich habe dabei so viele gute Männer verloren, dass es persönlich geworden ist. Er ist nichts weiter als ein Mörder, Dieb und Lügner. Mörder, Dieb und Lügner. Ein Versteck bei den Dalish klug. Lasst mich raten, was jetzt kommt. Und? Was soll ich nun unternehmen? Ich habe gehört, dass ihr gute Beziehungen zu den Dalish pflegt und hoffte, ihr könntet an Orte gelangen, die meinen Männern verwehrt sind. Findet heraus, wo der Meuchelmörder sich versteckt und nehmt ihn fest. Na gut. Wenn dafür was rausspringt für uns, machen wir das. Ich werde sehen, was ich tun kann. Bei den Dalish gibt es eine Frau namens Variel, die mit ihm befreundet ist. Sie solltet ihr als erstes befragen. Wir werden nicht mehr hier sein, wenn ihr zurückkehrt. Wir haben ein Lager außerhalb der Stadt. Dort findet ihr uns. Krähenmord. Nuncio möchte, dass du einen berühmten elfischen Meuchelmörder aus Antiva zur Strecke bringst. Frage Variel im Lager der Dalish, wo er sich versteckt. Nehmen wir auch mal an. Jede Menge Quests, liebe Freunde. So. Ich glaube, hier haben wir jetzt soweit alles abgeklappert. Ich gucke nochmal kurz auf die Karte. Ich sehe, da oben ist auch noch ein Ausrufezeichen. Das Quest wollen wir natürlich auch noch annehmen. Wir nehmen erstmal alle Quests hier an, die wir kriegen können. Schließlich brauchen wir die Erfahrung. So, vorne gibt es auch jede Menge Händler, bei denen wir uns erneut umschauen könnten. Vielleicht haben die ja etwas für unsere Gefährten oder sogar für uns. Vielleicht ein neues Dress für den Schwarzmagier. Die beste Kleidung zu... Können wir jetzt mal kurz hier Rucksack, da könnten wir nochmal einen neuen Rucksack kaufen für 67, das ist eigentlich easy. So, nehmen wir mit. Zirkelrobe, boah, geil. Und Reue ist auch besser als die Haube des Aufsehers. Da geht's vor allem mit Kälteresistenz zur Sache. Hier sind halt die Boni nicht so gut, ne? Da sind die Boni doch aktuell ein bisschen besser. Obwohl Saraza halt auch keinen Elektrizitätsschaden, beziehungsweise, obwohl ist ja Elektrizitätsresistenz und Elektrizitätsschaden so dringend benötigt. Gerade Elektrizitätsschaden bringt uns nicht viel, da wir ja mit Feuer und Eis rumhantieren hauptsächlich. Harlens Stiefel, plus 2 Mana Ausdauerregeneration, plus 4% Schadensresistenz, plus 5 Tapferkeit. Ich lasse das erstmal noch so, was wir jetzt aktuell haben. Hier gucke ich nochmal auf unsere Gefährten nach, bei Corvels Klingen. Der Zerstückler. Ah, apropos, da fällt mir ein, die zweischneidige Axt müsste der gute Fenris jetzt tragen können. Hierfür ist er überall noch zu schwach, aber da ist die zweischneidige Axt auch besser, das lohnt sich dann nicht. Haben wir hier noch was? Kunari-Schwert. Allgemeiner Gegenstand, was soll der denn bringen? Arkanes Buch der sterblichen Hülle. Der Leser dieses Buches erhält einen oder mehrere Punkte, um seine Attribute zu steigern. Danach wird es allerdings nutzlos. Das sparen wir uns jetzt mal. So ein Buch haben wir uns schon gekauft. Aber im Moment gehe ich doch mal lieber noch ein bisschen knauseriger vor. Denn man weiß ja nicht, wofür die Kohle noch gebrauchen könnten. So, gucken wir mal noch hier. Hubert ist auch wieder da. Mit dem sollen wir auch quatschen. Huberts erstklassige Luxusgüter. Eine Rune des Feuers. Lass mal da liegen. Heiltränke könnten wir eigentlich mal wieder uns mit ein paar neuen eindecken. Ist ein bisschen teurer geworden. Letztens habe ich den nur für 37 Silber bekommen. Unverschämtheit, Hubert. Oder Hubert, wie er hier im Spiel heißt. Na, quatschen wir mal mit ihm. Eine Katastrophe, Partner. Wir sind ruiniert. Ruiniert. Ruiniert, das höre ich ja nicht gerne. Beruhigt euch, typisch. Spuckt es aus, Hubert. Hubert. Für Hysterie habe ich keine Geduld. Sagt mir, was euch plagt. Ein Karren kam aus der Knochengrube zurück, halb zerstört, mit einem Dutzend verstümmelter Leichen. Der einzige Überlebende war das Pferd, das den Karren gezogen hat. Und das sagt nichts. Eine Stadt voller verdammter Magier und keiner kann aus einem Pferd ein paar Antworten rausholen. Da musst du mal den Film Pferdeflüsterer gucken, Hubert. Vielleicht geht's ja dann. Ich werde gehen. Was würdet ihr ohne mich tun?
Genug, ich kümmere mich darum. Was würdet ihr ohne mich tun, sag ich mal? Ich überprüfe die Sache. Ihr setzt das Verhör des Pferdes fort. Ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann. Wie in alten Zeiten, Partner. Ja, der Hubert sähe wirklich alt aus, wenn wir nicht da wären. Geh zur Knochengrube und erkunde für Hubert die Lage. Das Minenmassaker. Wird gemacht. So, was haben wir denn hier oben? Wir haben auch hier direkt auch ein paar Quests. Hawk anwesen, auf der Flucht, genau. Da sollen wir den Brief von Meredith lesen. Und ich glaube noch was. Was war da noch? Auf der Flucht. Der letzte Strohhalm. Hör, ich sehe das Quest gar nicht. Auf der Flucht, bin ich denn wieder blind oder wie? Naja, gehen wir da mal hin. Vielleicht gibt es da auch wieder ein neues Quest. Das könnte ja natürlich auch sein. Noch mehr Quests. Also wir werden jetzt hier zum Ende hin doch nochmal mit Quests erschlagen förmlich. Die wir natürlich größtenteils alle lösen möchten. Selbstredend. Dieser Krawall geht jetzt schon eine ganze Weile so. Könnt ihr ihn nicht beruhigen? Oh, scheinbar scheint der Gronkh ein Problem zu haben. Mensch, Gronkh, was ist denn wieder mit dir los? Was ist los, Gronkh? Hast du etwa etwas gewittert? Ganz ruhig, mein Junge. Was ist denn? Ist da irgendwas im Schrank? Na schön. Sehen wir mal nach. Mach die Tür bitte nicht auf! Du hast einen Dieb geschnappt, guter Junge. Gut gemacht, Gronkh. Gut gemacht. Ich kriege einen Krampf in den Beinen. Lass mich bitte einfach gehen! Du bist hier beim Schwarzmagier Saraza eingebrochen, Wurm. Du wirst nicht einfach gehen. Warum sollte ich euch gehen lassen? Erwartet ihr tatsächlich, dass ich euch hier rausspazieren lasse? Bitte, Sarah. Ich wurde schon als kleines Kind von Verbrechen verführt. Aber dank eurer Wachbestie werde ich nun wieder einen Weg der ehrlichen Arbeit einschlagen. Wohl kaum, Dieb. Ihr wandert in den Kerker. Verschwindet. Ich gebe euch eine Chance. Wohl kaum, Dieb. Wenn ich euch gehen lasse, könnten mich andere für ein leichtes Ziel halten. Was? Nein! Gronkh zerfleischt ihn förmlich. Brutal. So würden wir diesen Dieb einfach ziehen lassen. Den Dieb in unserem Domizil. Das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Gut gemacht, Gronkh. Gut gemacht. Guter Hund. Können wir auch mal mit ihm reden? Ich frag mich, wo ist denn unsere Sklavin abgeblieben? Wir hatten noch mal eine Sklavin. Ist die einfach verschwunden? Die sollte doch machen, was wir da sagen. In den letzten paar Jahren sind einige ziemlich beunruhigende Dinge geschehen, nicht wahr? Ein paar, ja. Und ich dachte, es sei vielleicht langsam an der Zeit, dass mein Junge und ich uns wieder auf den Weg machen. Was? Ich dachte, ihr steht in meiner Schuld, Bodan. Ich brauche also einen neuen Diener? Wo wollt ihr hin? Und was ist mit eurer sogenannten Schuld? Nun ja, ich habe euch inzwischen mehrere Jahre lang gedient. Und außerdem habt ihr ja jetzt Orana. Ihr braucht mich also eigentlich überhaupt nicht. Versteht mich nicht falsch. Es ist mir eine Ehre, dem Champion von Kirkwall zu dienen, aber ich werde auch nicht jünger. Es wird Zeit, dass ich mich um Sandals Zukunft kümmere. Ich bleibe noch, bis alle Vorbereitungen getroffen wurden. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich habe euch nie gebeten zu bleiben. Kann ich mitkommen? Ich könnte Sandal helfen. Sandal ist zwar ein verrückter Zwerg, aber der scheint ja irgendwelche extrem guten Fähigkeiten zu haben. Deswegen will ich jetzt vielleicht mal die gute Antwort nehmen und sagen, ich könnte Sandal helfen, wenn er dafür weiter für uns schuftet. Vielleicht können wir ihn auch als Magier irgendwo einsetzen oder was weiß ich was. Ich könnte Sandal unterstützen, wenn ihr seinetwegen besorgt seid. Oh, das ist außerordentlich freundlich von euch, aber das wird nicht nötig sein. Meinem Jungen wurde eine Stellung in Orlais angeboten. Offenbar hat die Kaiserin persönlich eine seiner Verzauberungen zu Gesicht bekommen und ist neugierig auf ihn geworden. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir am kaiserlichen Hof.
Dann infiltriert den kaiserlichen Hof für uns, Bodan. Ich hoffe, diese Angelegenheit mit den Templern wird nicht noch schlimmer, bevor wir aufbrechen. Ich mache mir Sorgen um euch, Messer. Ja, das hoffe ich auch. Dann reden wir nochmal mit Bodan. Sandel. Die alte Dame ist unheimlich. Es gibt hier keine alte Dame, Sandel. Wie oft muss ich dir das eigentlich noch sagen? Wovon spricht er? Ach, mein Junge sieht manchmal irgendwelche Dinge. Er behauptet, er habe neben seinem Bett eine alte Dame stehen sehen. Sie hat ein unheimliches Lachen. Na bitte, da habt ihr's. Eine alte Dame, Bodan? Interessant. Vielleicht Leandra, unsere Mutter, als Geist oder was auch immer. Oh, wir haben gar keine Waffenruhen mehr über, sehe ich gerade. Ich kann das für euch machen. Da müssen wir doch mal schauen. Vielleicht... Was können wir denn hier eigentlich... Ach, Gronkh, zu dir will ich doch gar nicht. Runen bestellen. Was nehmen wir denn dort für eine Rune? Rune der Verteidigung? Vielleicht mal eine Rune der Verteidigung? Rune der Feuerabwehr? Rune der Wucht? Rune der Zielsicherheit? Rune des Blitzes, Rune des Schutzes, Rune des Feuers, Rune der Frostabwehr. Rune des Geistes. Rune des Blitzes. Ich glaube, ich nehme mal die Rune der Zielsicherheit. Eine Waffenrune, die die kritische Trefferchance erhöht. Genau, Gegenstand herstellen. Boah, die braucht aber haufenweise Ressourcen. Junge, Junge, Junge. So, die packen wir jetzt in die Verzauberungsvorrichtung und hier tun wir die drauf. Auf diese Waffe. Ich kann das für euch machen. Die wir der Isabella vermachen. Ach, die mit der Isabella müssen wir noch sprechen. Mist, hoffentlich habe ich das jetzt nicht umsonst gemacht. So, wir nehmen dann mit Fenris, nehmen wir mal Varric mit, so zur Abwechslung, und den guten Anders. Wen auch sonst. Unterstadt, Besuch bei Gamlin. Beim gammligen Gamlin. Können wir eigentlich mal machen. Gehen wir mal zur Unterstadt. Besuchen wir mal den Gamlin und schauen auch mal beim gehängten Mann rein. Oh, und Varric kann auch noch Stufen aufsteigen. Ich mache jetzt mal auf Autostufenaufstieg kurz. Unterstützt ihr die Kommandantin noch immer? Sie ist mir völlig gleichgültig. Aber sie ist die Einzige, die den Wahnsinn in dieser Stadt noch im Zaum hält. Im Zaum hält? Sie heult den verdammten Mond an. Sogar ihre eigenen Leute sind der Ansicht, dass sie verrückt... Die Händlergilde hat ja überall ihre Finger drin. Außer in den Kuchen, soweit ich weiß. Ein Magier im Glashaus sollte nicht mit Feuerbällen werfen. Ein Magier im Glashaus sollte nicht mit Feuerbällen werfen. Was haben wir denn hier noch vielleicht parat? Vielleicht was für unsere Kumpanen. Keine Gegenstände dieser Art. Robe des Novizen ist natürlich nicht so prickelnd. Brauchen wir nicht. Der Stab ist aber sehr schön auch. Uiuiui, ist aber für Blutmagier eher gedacht. Wir müssen wohl irgendwann mal hier wieder auf Shoppingtour gehen, aber wir warten noch erstmal ab, Tränke bestellen. Könnten wir noch mal ein paar, ja, einen Elfenwurzeltrank, die haben wir ja noch genügend jetzt auch. Wir haben ja 14 Heiltränke und noch ein paar Elfenwurzeltränke im Petto. Deswegen mache ich das jetzt mal nicht. Was hat der hier? Stand des Waffenschmieds, Kunari-Schwert. Ich glaube, das kaufe ich jetzt einfach mal. Dann können wir das ja bei diesem Quest abgeben. Und kassieren dafür hoffentlich auch eine Belohnung. Rune des Frosts. Hübsches kleines Ding. Das sparen wir uns noch auf, liebe Freunde. So, gehängter Mann. Gehen wir mal gehängten Mann, bevor wir den Gamblin besuchen. Und reden dort mal mit unserer alten Flamme Isabella. Es war noch nie. Seht zu, dass ihr nüchtern werdet. Wir müssen uns unterhalten. Ich bin nüchtern. Und nein, müssen wir nicht. Ihr geht mir aus dem Weg. Ich habe euch die letzten 3 Jahre kaum zu Gesicht bekommen. Ihr braucht mich nicht. Ihr seid der Champion von Kirkwall. Erinnert ihr euch daran, was ihr nach dem ganzen Chaos mit den Kunari gesagt habt? Es war eure Schuld. Ich hätte es kommen sehen müssen. Ich bin froh, dass ihr zurückgekommen seid. Ich bin stolz auf euch, dass ihr das Richtige getan habt.
Es mag vielleicht das Richtige gewesen sein, aber es war auch dumm. Ich hatte die Reliquie. Ich hätte einfach weiter weglaufen sollen. Ohne euch hätte ich Kirkwall nicht retten können. Schwachsinn. Wenn es nötig gewesen wäre, hättet ihr einfach die Feste gestürmt und sämtliche Kunari abgeschlachtet. Stimmt. Ihr und Evelyn. Ich meine, seht sie euch nur an. Sie ist ein Rambok in weiblicher Gestalt. Tatsache ist, wir beide haben nichts mehr gemein. Ihr seid ein Champion und ich bin nichts weiter als eine verlogene diebische Schlange. Nein, seid ihr nicht. Ihr seid immer noch meine Freundin. Nein, seid ihr nicht. Ihr habt einfach nur Angst, etwas anderes zu sein. Ich weiß nicht, wie ich etwas anderes sein kann. Unsinn. Hört auf, euch für euch selbst Entschuldigungen einfallen zu lassen. Ihr seid ein besserer Mensch, als ihr euch eingestehen wollt. Na schön, Hawk. Vielleicht habt ihr ja auch damit recht. Ich sag euch was. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Isabella ist hier, wenn wir sie brauchen. Okay. Vielleicht können wir die jetzt wieder mitnehmen. Ich hab da diesen wundervollen Hutmacher in der Unterstadt entdeckt. So, und dann reden wir direkt nochmal mit Varric. Wenn ihr das schon schlimm fandet, erzähle ich euch mal was von den Schwarzmarschen. Wisst ihr, Blondschopf, wenn ihr so etwas sagt, bin ich froh, dass ich euch nicht schon früher kennengelernt habe. Wer geht denn freiwillig an einen Ort, der die Schwarzmarschen heißt, wenn sie wenigstens Biermarschen genannt hätten? Nein, das bringt auch nichts. Da habt ihr nicht ganz unrecht. Der Marschenteil ist einfach zu dominant. Blümchenmarschen, Kätzchenmarschen? Nein, es wird nicht besser. Oh, ihr habt Gesellschaft. Wir sehen uns später. Hawk, was kann ich für euch tun? Warum war Anders hier? Hast du nicht nochmal anderen Umgang, Varric? Was wollte Anders hier? Das hier ist der einzige Ort in Kirkwall, an dem er etwas Vernünftiges zu trinken bekommt. Also schaut unser Blondschopf von Zeit zu Zeit hier vorbei und ich übernehme seine Rechnung. Er hat ein paar Geschichten über seine Zeit in Ferelden zu erzählen, die sogar mir unglaubwürdig erscheinen. Für einen Magier ist er gar nicht so übel. Ja, er ist verrückt, aber wer in dieser Stadt ist das nicht? Da gebe ich dir recht. Ich wollte euch nur besuchen. Warum gebt ihr mir nicht einen aus? Habt ihr etwas Wichtiges gehört? Warum gebt ihr mir nicht einen aus, Varric? Ihr könntet mir ein Bier spendieren. Ich sollte eigentlich euch bezahlen lassen, oh Champion von Kirkwall. Also, was gibt es Neues in der Unterstadt, Varric? Nichts, was ihr nicht bereits wisst. Der Vicomte ist tot und es gibt ein Machtvakuum. Da braut sich etwas zusammen. Ach, kaum ist man eine Bedrohung los, taucht schon die nächste auf. So langsam glaube ich, diese Stadt liebt Katastrophen. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür, mein Freund. Ich halte Bianca immer in meiner Nähe. Der Sturm und was davor war, hat auch kein Folgequest hervorgerufen. So, mit den anderen Kollegen müssen wir natürlich auch noch plaudern, liebe Freunde. So. Ihr habt euren Bruder gefunden. Das habe ich. Völlig unerwartet. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr einander irgendwann einmal freundschaftlich verbunden wart? Ich und Bartrand? Nein, wir waren nur Brüder. Hin und wieder war er nicht völlig unausstehlich. Und dennoch seid ihr an seiner Seite geblieben. Nur schade, dass er das nicht auch getan hat.